vergeht praktisch kein Tag, ohne dass man Hiobsbotschaften zum Klimawandel hören von Politikern, Medien und SOS-Aktivisten. Zu Ballenzeit wenig Reners gibt gesund für den Klimawandel, Wandermengzeit, viel Reners gibt gesund für den Klimawandel, wann am Wander Schneers gibt gesund für den Klimawandel, wann am Wander kein Schneers gibt gesund für den Klimawandel, wann in heftig Stunden wieder raus, dann ist der Klimawandel, wann in Kalifornien Büsche brennen, dann ist doch der Klimawandel, und sehr auf die Spitze getrieben hat eine Journalistin um Radio am März 2019, wie sie gesund wird, durch den Klimawandel kämen zu Erdbeben, das ist kein Witz. Auch ein Teil von der Jugend geht nervös, er geht auf die Straße, schon auf Facebook von einem jungen Lützebäuerischen Aktivist gelesen, der fährt, dass sein kann er nicht mehr auf der Erde leben können, weil wir nicht direkt etwas machen. So weit sind wir schon gekommen mit der ganzen Hysterie. Wir von der ADR sind klipperklar gegen die Hysterie, gegen die Angstmacherei und gegen die Panikmacher. Wir müssen aufpassen, dass wir in der ganzen Diskussion mit der nötigen Sachlichkeit rumgehen, und das haben wir heute auch gemacht. Schon oft in der Menschengeschichte haben Menschen sich an den Wahn gesteigert, an dem sie nicht mehr so sehr rausgekommen sind. Wir als ADR sind realistisch. Wir bleiben ruhig, für die Sache richtig zu analysieren, soweit das überhaupt möglich ist. Ihr wisst, es ist schwer, etwas zu wissen, zumindest über die Zukunft. Wir müssen also aufgesichert wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen. Wir sind auch bewusst, dass vieles, was als Fakten präsentiert wird von Medien und Aktivisten, nicht mehr Klimamodelle sind, die probieren Veränderungen am Klima so gut wie möglich ist, über die nächsten 20, 50, 100 Jahre vorauszusehen. Da gibt es wie auch bei Wieder vorauszusehen eine signifikante Unsicherheit dran, die nicht zu unterschätzen ist. Und da holen sich Medien und zumindest noch die geringen, die extremsten Szenarien oder Interpretationen raus und machen den Leuten Angst und versetzen sie an Panik. Und die Angst benutzen sie dann für ideologische Politik durchzupushen. Auch wenn es überhaupt nicht klar ist, dass ihre Weh und ihre Lieblingstechnologie die richtige ist. Wir als ADR sind Realisten, aber wir suchen auch ganz klar, Umweltschutz, wie auch Schutz von unseren Ressourcen, liegt uns am Herzen. Und das ist wichtig für die nächsten Generationen. Das ist etwas, was alle reasonablen Menschen unterstützen können, ob nur um die Extremsten, oder um die moderatsten Szenarien von Erderwärmung lebt. Wie das was wirklich gefährlich ist für unsere Gesellschaft und auch für die Umwelt, als ein radikal Wende zu machen, ohne viel darüber nachzudenken, über die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen, weil auch die Grünen wissen nicht, was für eine Technologie sich wird in Zukunft gut oder schlecht entwickeln. Gefährlich ist doch, sich nicht auf das Reduzieren von CO2 zu obsidieren und andere Faktoren zu ignorieren. Wir müssen uns die richtige Frage stellen. Die Frage, die wir gestalten können, das ist ein bisschen die Gretchenfrage am Original. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Und heutzutage sagst du dann, nun sag, wie hast du es mit dem Klimawandel? Was du selber auch Klimatologie studiert, ich weiß, was Klima ist. Wie es gemusst, wie es funktioniert, wie es auch durch mein Geografiestudium, wie ein Abfluss Klima auf Menschen hört und auch auf Pflanzen und Tieren. Und das ist natürlich enorm und das war auch immer so. Aber der kennt eine permanente Klimaveränderung, heißt du Milois, heißt du Miseia. Klima verändert sich also andauernd und das leidet auf viele Faktoren. Etwas können wir einfach leben und dann lernt man das heute zu so noch und das ist ohne Zynismus. An der Geschichte von der Menschheit war es immer besser, wenn es warm war. Und war immer ganz schlecht, wenn es kahl war. Denkt nicht mehr an die Neandertaler, die durch diese Zeit dezimiert und ausgestorben eigentlich sind. Ich versuche, über die letzten Jahrzehnte konnte ich den ersten Erderwärmungstrend von ungefähr einem Grad feststellen. Das ist das, was wir klar wissen. Wahrscheinlich ist das auch die stärkste, seit es offizielle, reasonable Messungen gibt, das heißt seit ungefähr 200 Jahren.
Wie also een meer sterke, voor een meer sterke verandering, wie dat normaal weer. Die Klimaverandering, wie für drun noch schon gesagt von unserem Präsident, kann durchaus auch jetzt natürlichen Ursprung sein. Wie ohne Zweifel hat auch der Mensch Impact zum Wohlst durch die Verbrennung von fossilen Stoffen und durch den Zehregas, die dadurch produziert wird. Es geht auch nicht an Diskussionen über die Klimamodelle, ob es nur 1, 2, 3, 4 Grad wie warm geht, da das ohne Unsicherheit nicht viel rauszusuchen. Das ist auch vielleicht nicht das Wichtigste für das Salopp zu suchen. Für uns als pragmatische Partei ist das Wichtigste, was kann ich realistisch als kleine Nation machen? Ich will drei wichtige Punkte aufstreichen. Erstens, unseren unkontrollierten Wachstum auf Ruhestand. Zweitens, realistische Maßnahmen für Energie und Rohstoffe zu spüren. Und drittens, Forschung und realistische Alternativen. Der Wachstum als Sujet als Partei. Wir steuern unkontrolliert auf 1 Million Einwohner durch. Wir kommen alle Jahre zwischen 13, 14, 15.000 neue Einwohner bei. Das hat einen immensen Impact auf den Verbrauch von Rohstoffen, Energie und auch Terrain, just für ein Beispiel zu gehen. An den letzten 25 Jahren als mehr Terrain hier im Land verbaut geht, wie an den 2000 Jahren verdrückt. Und an dem Kontext, wo wir sind, wo wir den Turbo wusst, wo wir wohnen, wo wir eine Regierung und verschiedene Ministerin, die felsenfest davon überzeugt sind, wir könnten an 10 Jahren mehr Energie, an deutlich mehr Energie verbrauchen wie heute. Das ist komplett unmöglich. Wir müssen die Ursachen, und das ja auch als anderen Ursachen, müssen wir zu einem verständigen Wachstum zurückkommen, sonst wird die ganze Diskussion gehen. Da müssen wir in Zukunft gucken, für immer mehr fossile Rohstoffe und Energie zu benutzen, an zu verschwenden. Es ist evident, wenn ich für jeder rede, wir müssen als Ressourcen um Planet schonen. Es geht dann nicht unendlich. Und in dem Sinn muss man gucken, für so weit wie möglich, auch als Europa, als Lützburg, unabhängig zu gehen vom Import von Öl und Gas. Und dann aber auch als andere Gründe, wie zum Beispiel geostrategische Gründe, wo man muss gucken, für vom Nahen Osten oder von Russland zum Beispiel, mehr unabhängig zu gehen. Was können wir noch hier konkret machen? Ich spiele noch zwei Punkte raus von der Resolution. Das ist, dass wir sollen gucken, so weit wie möglich hier regional und lokal zu produzieren und auch anzukaufen. Als Beispiel kennt ihr bestimmt, wir müssen ja nicht so ein normal Apple aus Neuseeland hier Lützburg kaufen. Und wir müssen auch eigentlich nicht Rindfleisch aus Argentinien einkaufen. Das Ganze geht natürlich auch ein bisschen wie weit. Mit darüber müssen wir uns ganz viel konzentrieren. Und dann der andere, der das selbst, was ihr auch bestimmt alle mit dir selber kennt, der das von daheim mal eine Maschine oder ein von ihren Apparat, der für die fährt, zum Beispiel die Spülmaschine. Und dann können dann vielleicht den Mann für zu gucken, wer du der Spülmaschine für dich hast. Und das kannst du dann natürlich relativ viel schon lang, weil die gucken können. Da wann den dann noch findest, du werdet leid, und dann kann den da doch noch vielleicht flicken. Aber wenn du fertig hast, und das wisst ihr alle gut, da kannst du Reparatur, weil so teuer wie eine neue Spülmaschine. Und da haben wir am Anfang eine immense Idee, wo man so, wir müssen gucken, dass wir trotzdem die Reparaturen mehr attraktiv gestalten, dass es eben nicht hier geht und einfach direkt von etwas Kleines für die ist, weil die Lichtkette reparieren und der ganze Rest noch gut funktioniert, für etwas Neues zu kaufen. Und das, wo wir wollen hier gehen, für IVA zum Beispiel ein reduzierte TVR für Reparaturen oder sonst irgendwie für das Ganze zu subsidieren. Und dadurch eben dann auch die Rohstoffe zu spüren. Danach zur alternativen Energie. Windenergie, Biomasse, Biogas, Photovoltaik, klingt alles immens gut, geht alles immens gut verkauft.
als er van kunnen zo evident. Voor als het probleem, ik probeer het ook kort te erklären, om niet zo veel aan technologie ran te gaan, dat is alles volatiel. Wat is volatiel? Maar ja, van je wand aanleggen, oprichten, dat produceren die stroom. En van hem van wand as. En van geen wand as, en ook om meer als oft geen wand, ongeveer in veel van dat tijd als geen wand, produceren ze geen stroom. En dat is immens gefährlich für als Versorgungssicherheit an der Energie. Solarenergie als ähnlich. Und die können also einfach mit den Sachen noch just ein Bruchteil von unserem Verbrauch überhaupt garantieren. Es gibt dann immer so gesagt, ja, wir bauen eine Wandanlage, die ist gut für den Strom zu machen für 5000 Städte. Muss ich schon wissen, dass die Städte am Fond immens wenig Energie verbrauchen von unserem gesamten Energieverbrauch. Wie wichtig ist das auch immer zu wissen, was die Wand ist, da produziert kein Wandanlagestrom. Da kann ich natürlich so, aber da muss man gucken, für irgendwie den Strom, den da produziert wird, von Wandanlagen, da gut funktionieren, für den dann zu speichern. Auch das geht es ja, wie zum Beispiel mit unserem Pumpspeicherkraftwerk zu feiern. Wie für das Dat hier in Lützeburg funktionieren, müssten wir hier Hunderten von Pumpspeicherkraftwerken weder zu feiern, abrichten, was komplett illusorisch ist. Auch solche Techniken für Energie zu speichern, sind im Moment gar nicht ausgereift, nicht realisabel und viel zu viel teuer. Wir haben im Moment eine Produktion von Wandenergie 0,5% mischt sie aus. 2030 durch den Klimaplan kämen wir dann auf 1,4%, also die sieht, das ist erschrecklich wenig. Und da muss ich auch wissen, dass es doch immer mehr Widerstand gibt gegen die industrielle Wandanlagen, just für euch zu sagen, die haut gebaut, die sind bald so groß wie den Eiffelturm. Dann schwätzt der Minister Turmes davon, dass wir auf 25% gekommen sind. Ich meine, wir sind bei 1,4%, das heißt, auch das ist komplett illusorisch. Wir haben die technische Voraussetzungen, die wir haben, nicht für das zu machen. Was wir heute brauchen, das ist auch sichere Energie. Und die können leider Gottes nehmen durch fossile Brennstoffe an Atomenergie. Wir sind noch besorgt über viele Atomkraftwerke, besonders an unserer Gegend, die schon alt sind, das ist klar. Eventuell muss ich aber in der Phase gehen, mit neuen sicheren Technologien die Möglichkeit schaffen, für nach einer Zeit von der Atomenergie zu profitieren. Holland hat das in den letzten Wochen übrigens auch aufgesehen für die Zukunft. Das ist die Realität. Wir müssen noch weiter forschen in der Kernfusion, die Energiequelle, die die Sonne noch benutzt, mit der wir im Moment nicht auf der Erde können wir die nicht benutzen, weil wir die nötigen Temperaturen noch nicht können kriegen können. Das wäre natürlich eine Energiequelle, die viel mehr umweltfreundlich und auch mehr gefährlich wäre wie die Atomkraft. Was die Grünen vergessen und was ihnen dann noch richtig so vorgeworfen wird, dass der Strom nicht einfach so aus der Steckdose. Also wenn ich sehe, wir können in Europa in den nächsten Jahrzehnten leben ohne Atomkraftwerke und ohne Kohlekraftwerke, das ist ein Lüge. Das ist der Realismus, für das anzusehen. Und der Klimaplan von der Regierung ist entweder gefährliche Naivität oder das Charlatanerei, weil da wird geschwärzt von 50% oder sogar 100% erneuerbaren Energien. Das geht nicht. Da muss man das ganze Land vollbauen mit Wandanlagen, hunderte von Quadratkilometern vollpflanzen für Biomasse kriegen, als Solaranlagen abrichten. Und da kommt man noch nicht weit über 10% von unserem Energiebedarf raus. Für ein Beispiel zu geben, für Kattenau zu kompensieren, bricht man hier im Land 8000 ganz groß industrielle Wandanlagen. 8000. Und das ist noch nicht mehr theoretisch, weil wir keine Luft haben, da können wir auch unendlich viele Wandanlagen holen, dann kriegen wir die Energie nicht. Und das ist die Realität. Wir müssen uns das bewusst sein, weil wir müssen absolut verhindern, dass irgendwann heute zu Versorgungsengpässe kommt oder eventuell sogar zu einem Blockout. Es gibt kein physikalisches Grundlage für die Ideen von den Grünen. Aber wenn es so geht, dann könnt ihr mir also auch nicht leisten. Es geht also darum, für nicht mit Hysterie und Sachen rund zu gehen.
Am Minus ist nicht von populistischen, ideologischen Hiobsbotschaften, Wahnvorstellungen von den Grängen an ihren Nachahmer Geckeschmach. Das refusieren wir für das Land. Das refusieren wir für das Land und für das Leid. Das ist nicht um die Grängen zu sagen, was wir müssen, was schlecht ist und was gut ist. Weil die Grängen haben keine Ahnung davon. Sie sind Ideologen und sie sind kein Wissenschaftler. Das sind Experten und Wissenschaftler, nicht um die Grängen für Beurteilungen zu machen und Lösungen zu entwickeln. Die Grängen wohnen oft an einer urbanen Welt an der Stadt und sie sind reich. Sie sind ganz ähnlich wie die normal durchschnittliche Bevölkerung. Wir unterstützen die Leute, die Kompetenzen und Technologie auf Wissenschaft. Und das sind nicht rosa-rot Drehmereien von Grängen, die noch nie einen Baum gepflanzt haben, und aber andauernd die Bauern wollen erklären, was die Natur ist. Sie wollen für uns entscheiden, wie eine Technologie gut ist. Sie wollen an uns leben, massiv angreifen. Uns diktieren, was wir zu machen. Hier ist alles das, was auf uns tun könnt. Mehr Steuern, die nichts bringen. Mehr Fuhrverbote, die nichts bringen. Klimaquoten, die nichts bringen. Blanke Elektromobilität, die nichts bringt. Und zu guter Letzt hunderte von Millionen von Abbaußen durch den Tanktourismus, den wegfällt. Wenn die Grängen fertig sind, dann sind wir feit, und dann müssen wir alle schüss nach meinem Velo fahren. Aber auch die anderen Parteien leben nicht an der Realität oder haben nicht den Courage, eine realistische Politik zu machen, weil sie Angst haben, oft vier und die geringen Fanatiker. Wir haben keine Angst. Und das ist der große Unterschied zwischen uns und den populistischen Parteien, die sich radikal und schnell Energiewende versprechen. Der NDR-Aktionsplan heute, also verständlich ein realistisches Programm, ohne ideologische Angstmacherei. Wir vertrauen auf Wissenschaft und Technologie. Wir sind Pragmatiker, die wissen, dass die einfachste Lösungsvorschläge zwar dags besser ankommen dabei sind, aber oft nicht die richtige sind. Wir zeichnen hier also ein realistisches Bild von der Problematik und proposieren noch Maßnahmen, die realistisch sind. Ich gebe dafür proposieren, diese Resolution umzuwählen. Herzlichen Dank.